Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sky Heaven. Ja, es ist wieder soweit. Eine Runde geht's weiter. Wir haben in der letzten Folge hier die Star Strip hinzugefügt. Sowie haben wir die sind schon wieder weg. Schau mal an. Waren das nur einmal Aufgaben oder was? Schau mal gleich wieder was zum Gucken. Wie viele Flugzeuge sind denn das? 5. Das ist doch sicher wieder irgend so ein... Ist da ein Haken dabei? Durchschnittliches Einkommen 600, geschätztes Einkommen durch Service. Was? Wird die Umschlagdauer geändert, so wird der Flug ausgeplant. Nee, lassen wir mal. Wir nehmen nochmal von denen jetzt. Von 7 bis 11, das sind Morgenflüge 5-mal, okay. Unterzeichnen. Dann schauen wir mal in unser Flugtransferplan. Ja, die passt eigentlich relativ gut eigentlich sogar in unseren Plan hier. So. Fuck, du bist auch so einer, ne? Sind alle solche dummen Flüge. So, bedeutet, ich habe eigentlich hier noch schönen Tag abends noch ein bisschen was frei. Schauen wir mal, ob wir dafür noch einen Vertrag finden. Unterzeichnen kann ich nur noch die rein, theoretisch. Auch 5 Flugzeuge. Anzahl 6 und 7 unterzeichnen. Das sind aber auch Morgensflüge. Ich brauche Mittagsflüge oder sowas. Ja, die sind perfekt. Unterzeichnen. Geil. Das ist genau das, was wir brauchen. Egal wann, egal wo, einfach haben. Weil den kann ich halt echt jetzt da eintragen, wo ich sie brauche. Und so eintragen, wie ich es brauche. Das macht es perfekt. Jawohl, schaut, wir sind bumm voll. Alle Strips sind voll, geil. Hat er eh gespeichert? Ja, hat er, gut. So, dann hätte ich gerne heute die ganzen Verbindungen mal hier aufgehoben. Warte mal. So. Und dann, nein. Du kriegst jetzt das hier. Und du nimmst auch mal jetzt die Verknüpfungen hier. Du löst auch deine Verknüpfungen aus und nimmst den. Du löst aber noch, fuck. So. Nehmen. Genau, und du hast jetzt 4 Fahrzeuge hier drin. Und bist zuständig für alle Felder, genau. Das passt auch so. So. Dann schauen wir, was hier alles ist. Wir haben nichts mehr frei aktuell, wie scheint. Heieiei. Wir könnten hier höchstens noch hier so eine... Alter, schaut dann aus wie sonst noch was, ey. Schauen wir mal. Graspiste. Fuck, da habe ich so genau gebaut, dass es aneinander kreuzt, ne? Und wenn ich mich nicht irre, darf ich keine Rollbahn. Doch. Was? Genius Plan. Also ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, aber ich habe eine Idee.
hab ne Idee. Kann ich... Das funktioniert nicht. Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Wenn ich jetzt hier sowas hinbaue und sage, okay, du gehst hier hin, nutzt das und machst eine Grasrollbahn nach hier. Du bist nur für Ankunft. Da bin ich jetzt mal gespannt. Kann die genutzt werden? Fahrzeuglimit erreicht. Also wahrscheinlich, weil ich aktuell nur einen Tower habe. Dann sollte sich jetzt ja die Menge erhöht haben, oder? Rein theoretisch. Flughafenlimit erreicht, sagte mir. Warum habe ich denn Flughafenlimit erreicht? Null von... Hä? Flugzeuge in Flughafen. 0 von 0. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Where is my Fehler? Verwerfen. Bodenkomfort. Ach ja, unsere Straßen hat jetzt direkt ausgebaut auf Beton. Und rein theoretisch könnte man falscher Winkellimit bei Kreuzung. Wahrscheinlich muss ich die Wege erneuern dann. Frage ist, lohnt sich's gerade? Dann würde ich dann eher den Flughafen neu designen ein bisschen. Lange Beschreibung. Der Rollbahn kostet 0,15 und die Grasrollbahn 0,02. Okay, also ist das schon einiges teurer dann. Auch vom Aufwand her. Wie schaut's denn hier aus? Habe ich hier eine... Ich habe hier noch keine Dauerversorgung. What? Dann muss hier eindeutig... Liefermenge. Tun wir in der Nacht immer 3000 liefern. Ich hätte gerne aber jetzt sofort von ihm hier 10.000. Jetzt müssen wir auf das natürlich warten, damit der vorbeikommt. Das ist unser. Jawohl, da kommt er wieder. Yes. Oh, da kommt unser kleiner Transporter. Klack und füllt auf. Ready for tomorrow. So, jetzt müsste ich dann aber auch gleich wieder, wenn er weiter weg ist oder so. Eigentlich... Holla, die Wald, wie geht's da ab? Jetzt kann ich wieder vorspulen. Hat er gestoppt? Da kommt eine Lieferung. Oh, warte, es ist 0 Uhr, kann das sein? Huch, ich habe noch aufgetankt. New contracts were unlocked for company Zebra. Ist es die hier? Okay. Nee, was war denn das jetzt für eine Lieferung? Bodenkomfort. Haben wir? Geteertes Vorfeld. Büroarbeit haben wir eigentlich auch. Umschlagboni sind höher, doch die Zeitfenster sind enger. Nee, das will ich noch nicht. Werkzeugsets, verbesserte Treibstoffpumpe. Verbesserte Treibstoffpumpe?
Service-Vorfeldwagen. Fortschrittliches Luftlager. Das hört sich nach was an, was mich interessieren würde. 5 Stunden dauert das. Was ist denn das Hauptgebäude? Frühes Flughafen-Hauptgebäude. Okay, das muss ich mir gleich mal anschauen dann. Kann ich jetzt wieder vorspulen oder? Ja, das geht's doch. Denken wir schon. Irgendwann muss das klappen. Kann man noch eine Vorstellung durchkriegen? Yes! Jetzt bin ich doch wieder Pumpenbetrieb. Das finde ich interessant. Handpumpe Treibstofflager. Dauert 9 Stunden. Passagierservice, Busbetrieb. Personalpausenraum. Nee, ich will ein geteertes Vorfeld. Danach geteerte Pisten und alles. Technische Standards aus Straßen. Betonpiste und Rollbahn. Betonvorfeld. Danach sind wir eh so gut wie durch, oder? Nee, Vorfeld, Baustandards. Baubeschreibung als Falschbau. Okay. Alter, jetzt schon 26%. Stimmt, ich habe das fortschrittliche Lager hier, ne? Und hier habe ich auch das große Treibstofflager. Jetzt habe ich ja die großen. Aber aktuell schauen wir ja eh noch gut aus. Also jetzt wäre erstmal wieder Geld geplant, weil irgendwie ich habe sehr viel Geld verloren. Macht euch ready, die ersten Flugzeuge kommen. Asche, jetzt können wir 20 halten insgesamt. Absolut kein Problem, wir haben Flugfelder frei, meine Freunde. Wir haben alles, was ihr braucht. Ob Maniküre, Pediküre, alles hier. Die Frage ist, ob wir im Flughafen einen Platz gerade frei haben. Also ich würde dann gerne auf die andere Seite irgendwie umbauen, aber dafür würde ich gerne auf die Betonreihe warten und halt dann sozusagen den Beton erneuern. Und dann halt auch direkt mit Passagieren anfangen und allem, aber da musste man halt gucken, was da passiert. So, die stehen jetzt natürlich alle an, weil, hey. So, jetzt haben wir gleich wieder ein Flugfeld frei. Haben wir bald eine Lieferung oder eher weniger? Ich hole nochmal schnell eine Direktlieferung von 50. So. Da kommen schon die nächsten Flieger. Aber mir scheint doch, das zweite Flugfeld wird auch verwendet. Yes, das funktioniert! Das funktioniert echt! Wie geil ist das denn? Oder wir können nachher echt umbauen. Das wird um einiges easier. Wenn man einfach drüber fahren kann. Oh, und das Geld, das fließt schon wieder so schön. Schaut euch das Geld, das Fließen an. Warte mal, wir müssen kurz einmal einen neuen Vertrag mit der Sofort-Company hier. Die sollen uns dann nochmal 10.000 liefern. Genauso hätte ich gerne hier nochmal. Das muss ich jetzt dann alles in Zukunft mit Automatisierung machen, weil ansonsten wird das so unübersichtlich nach einer Zeit, was ich kaufen muss. Drei Flugfelder sind frei. Perfekt. Das funktioniert gar nicht schlecht. Ich bin erstaunt. Hätte schlimmer erwartet, ehrlich gesagt. Geteertes Vorfeld. Nice. Bedeutet, wir können jetzt... Das hatte ich hier, glaube ich. Genau, geteertes Vorfeld. Dann brauchen wir noch eine Teerpiste. Die dauert nicht 9 Stunden. Aber da haben wir die Abfahrten auch. Und alles um die Teerpiste. Und dann können wir nicht dann jetzt die Fortfelder bearbeiten. Und mit genügend Geld sollte es auch funktionieren. Dann können wir bald auf Teer umstellen. Aber vom Geld her sollte es jetzt bald gleich nicht... Schauen, wir sind bei 11.000. Ich verliere irgendwie dauernd Geld, aber ich weiß auch nicht wohin. Das verschwindet immer irgendwie random. Was ich nicht zum Beispiel verstehe, warum müssen die nach vorne rausfahren? Kann man die nicht nach hinten schieben?
mit einem kleinen Fahrzeug oder sowas, oder brauche ich dafür erst sozusagen so ein Pistengerät? Ich krieg auch gerade keine freie Flugzeuge mehr. Jetzt hat hier. Der erste. Und jetzt ist wieder Ruhe, oder was? Parkservice. Das ist aber alles extrem ruhig gerade. Extremos ruhigos, würde ich sagen. Da haben wir wieder Kosten gehabt, aber... Ja, wir haben 10.000 gleich heute gemacht alleine an dem Tag. Kein schlechter Tag. Er läuft nicht so schön wie davor. Ich würde jetzt dann gerne vollautomatisieren. Das könnten wir echt machen. Wir haben so viele Möglichkeiten eigentlich, dass wir vollautomatisieren können. Dann könnten wir rein theoretisch voll durchlaufen lassen und müssen uns nichts mehr kümmern, wenn wir alles automatisieren und mit Transporten abdecken können. Dann läuft es natürlich perfekt. Und natürlich geplante gleich bringen uns sogar mehr, weil wir das Vorfeld warm halten. Warm halten. So, da kommt wieder der nächste mal wieder. Aber ihr seht schon, am Nachmittag ist es da totale Ruhe einfach bei den Feldern. Da passiert nichts, da kommt nichts. Das macht mich schon ein bisschen traurig. So, warte mal, wie groß. Holy shit. Das ist eine neue Ära, wenn du dir das anschaust. Hohoho. Holy shit! Dann würde ich einfach so... Alter, wo soll ich denn diese fetten Pisten hinstellen? Da muss ich echt alles umbauen. What the fuck soll denn da Turbo? Prop und Turbo. Da können auch Heavies drauf. Gibt's hier die Pisten? Ja, da können Turbos, aber nur bis zum Medium. Wir können jetzt dann auf groß upgraden. What the fuck? Ich würde das Innere austauschen gegen ein fettes, genauso wie das hier zum Beispiel austauschen gegen fettes. Hier innen umbauen, vielleicht eine Seite nur auch auf Fett umbauen. Und zum Beispiel die hier austauschen. Und halt die Straßen und alles austauschen. What the fuck? Money, 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 money. Ich muss mal kurz hier nochmal... auftanken gehen. Wir haben zu wenig. So, Soforttank. Genauso hätte ich hier gerne nochmal einen neuen Vertrag mit 50. So. Wir wissen ja nicht, wie weit das leer wird jetzt alles. Vor allem, weil wir immer noch ungenaue Daten fangen. So. Ah, das wird schon. Ich hasse es, wenn hier freie Flugfelder stehen. Das heißt immer so, jo, du hast nichts zu tun. Da, zack. Natürlich kannst du sie besser kontrollieren, was kommt, aber es ist nervig. Nervig! Ah, 14.000. Schaut gar nicht schlecht aus. Das schaut nicht schlecht aus. Also gehörst du nur kling, 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 kling. Weil dieser Flughafen echt abgeht. Und wenn ich mir das später vorstelle mit 4 oder 5 Flugfeldern oder sowas. Das könnte lecker werden, du. Das könnte echt lecker werden. Das könnte lecker werden. So. Jetzt wird eh wieder Nacht. Jetzt haben wir 20.000 auf dem Konto liegen. Oh, warte, fuck. Warum kann das immer so schnell ausgehen? Versorgungs... Mal kurz weg hier. Neuer Vertrag. Sofort. Sofort. Also die Tanken bleiben zum Glück gerade nicht mehr so lange. Aber trotzdem, aha, ich krieg neue Flugzeuge und ich muss unbedingt wieder ein Fahrzeug haben. Warte, das haben wir gleich. Das Problem ist gelöst in no time. Nicht abfahren. Wir haben wieder. No, es ist Nacht. Fuck. Wir sind noch nicht für Nacht ausgerüstet. So, Leute, wir müssen jetzt dann planen,
den Plan umsetzen mit den neuen Flugfeldern. Darauf bin ich jetzt ehrlich gesagt gespannt auch. Holy shit. Na, dann lassen wir vorsichtig vorspulen. Aber jetzt haben wir es dann eh gleich. Und zack. Verwerfen. Nicht genügend Cargo-Speicher. Jetzt können wir gleich mal schauen, was wir als nächstes nehmen. Und jetzt haben wir ja sozusagen das. Da kommt ein Betonvorfeld. Das ist genau das, was ich will. Das ist haargenau das, wie ich es will. Weil da musst du von nach vorne noch rausfahren. Da wirst du nach hinten rausgeschoben. Das ist genau das, was ich möchte. Flugverwaltung. Jetzt tun wir hier die Papierlage machen. Dann Flugverwaltung hier. Das Limit der zu planenden Flüge wird erhöht. Es können jetzt bis zu 10 Flüge gleichzeitig in dieser Kategorie vorhanden sein. Oh, ich kann aktuell nur 10 Flüge planen? Fortschrittliche Verwaltung. Limit, es kann jetzt bis zu 15 gleichzeitig. 20. Unendlich, Jungs. Dann müssen wir erst das hier erforschen. Sorry, aber das brauchen wir dringend. Aber Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge designen wir unseren Flughafen zu einem Betonflughafen und schauen, was für neue Flugzeuge wir kriegen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.